Natürlich, guten Tag, liebe Eisbären-Fans. Wir stehen hier im Wellblechpalast, direkt am Rande des Eistrainings. Heute haben die Eisbären natürlich wieder trainiert. Die Vorbereitung auf das Spitzenspiel bei den Adler Mannheim laufen. Und es gibt ein paar kleine personelle Veränderungen. Heute zumindest auf dem Eis beim Training. Es sind nämlich Sebastian Streu und Erik Mick aus Weißwasser heute mit von der Partie. Gestern hatten Marcel Nöbels und Jonas Müller als Nationalspieler noch so ein bisschen Pause. Und deshalb waren sowieso Sebi und Erik Mick schon eingeplant. Und dann gibt es auch noch Leo Pföderl, der leicht angeschlagen ist, eventuell am Wochenende nicht spielen kann. Da gucken wir nochmal, ob vielleicht das eine oder andere noch passieren kann, um ihn fit zu machen. Aber vielleicht auch nicht. Wir gucken mal, wie das Training so läuft und melden uns gleich wieder. Wir wollen nämlich wissen, wie es momentan läuft bei Sebastian Streu und Erik Mick. So, liebe Eisbären-Fans, wir stehen in der Eisbären-Kabine und haben zwei etwas seltener gesehene Gesichter hier im Interview. Und deshalb haben wir sie uns auch direkt geschnappt, nämlich Sebastian Streu und Erik Mick. Jungs, wie geht's euch? Gut. Sebi, dir auch? Bestens. Wir wollen mal hören, wie so ihre letzten Tage und Wochen waren, denn sie waren ja eher seltener in Berlin und dafür vor allem bei den Lausitzer Füchsen unterwegs. Erik, wie läuft's da? Mittlerweile wieder ganz gut. Wir haben jetzt das letzte Spiel gewonnen. Davor hatten wir leider eine Niederlagsserie von 4 Spielen, aber zwei auch davon waren echt knappe Spiele gegen gute Gegner. Und ja, wir müssen einfach nur unsere Chancen verwerten, dann gewinnen wir auch die Spiele. Es ist dein erstes Profijahr. Hast du Veränderungen feststellen müssen vom Ablauf zu einem Eishockeyspieler, der nebenbei noch Schüler ist, und einem Eishockeyprofi? Ja, natürlich. Man muss viel disziplinierter sein und auch vor allem im Training. Da muss einfach immer 100% geben und dich weiter verbessern und dem Trainer zeigen, dass du spielen willst und spielen kannst. Sebi, eigentlich ist es ja für dich auch das erste Profijahr, richtig? Wie läuft's da? Ja, ganz gut, würde ich sagen. Also ich habe es mir nicht anders vorgestellt. Also auf jeden Fall viel besser ohne Schule. Aber wie Erik gesagt hat, man muss viel disziplinierter sein, weil man halt so viel freie Zeit, wo man auch ab und zu mal was Falsches essen könnte, oder und man wohnt ja jetzt auch nicht mehr bei der Mama, muss selber kochen und selber sein Essen holen und muss auf jeden Fall aufpassen, was man sich da zu sich nimmt. Okay, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das mit dem Essen in Weißwasser auch nicht ganz so einfach ist. Was macht ihr denn da? Halt viel kochen. Also Restaurants gibt es da nicht viele, also ich habe zumindest noch keine wirklich gefunden. Oder wir gehen halt mit den Jungs nach Polen essen, da kann man 2 Mahlzeiten unter 10 Euro essen, also kann man auch Geld sparen gleichzeitig. Alles klar, ihr geht also öfter nach Polen. Ja, also Polen ist, vor allem diese Lokalität ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist ein sehr schöner Italiener und das ist auch sehr günstig und man bekommt dafür für den Preis ein sehr, sehr gutes Gericht. Das ist ja auch interessant. Wohnt ihr eigentlich zusammen? Nein, wir haben am Anfang zusammen gewohnt und dann bin ich ausgezogen, habe eine eigene Wohnung bekommen und Sibi wohnt jetzt noch in der anderen Wohnung. Das heißt, du musst dich jetzt nicht nur selbst versorgen, sondern auch deine Wohnung in Schach halten. Klappt das denn? Ja, am Anfang, am Anfang muss man ehrlich sagen, war es ein bisschen ungewohnt und schwer. Aber mein Gott, man hat so viel Freizeit, da kann man auch mal ein paar Stunden aufräumen zu Hause jeden Tag. Erik, noch mal kurz, du warst auch bei der U20-Nationalmannschaft, da habt ihr euch schon langsam auf die WM vorbereitet. Wie groß stehen die Chancen, dass du dabei bist dann? Ja, stehen eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt erstmal bei der Vorbereitung eingeladen und dann schauen wir weiter nach der Vorbereitung. Wann geht's los mit der Vorbereitung und wann geht die WM los? Die Vorbereitung beginnt am 10.12. bis zum 18.12. und das erste Spiel der WM ist am 26., aber wir haben unser erstes Spiel am 27. Sebi, jetzt kurz nochmal, in Weißwasser habt ihr, wie Erik schon sagte, 4 Niederlagen hintereinander gehabt. Wie seid ihr aus dem Tief da rausgekommen dann? Ja, wir hatten halt eine Novemberpause dazwischen, wo wir uns echt von der Eishalle entfernen konnten, ein bisschen unseren Kopf ausleeren und halt press the reset button. Und dann sind wir zurückgekommen, erstes Spiel gegen Kassel, sehr starker Gegner. Auch nur 1-0 verloren, aber auch sehr starkes Spiel gespielt. Und dann
Da hatten wir einfach einen stärkeren Start. Und gegen Bayreuth war auch ein enges Spiel, aber das Spiel hätte auch viel höher für uns ausgehen können. Es bestehen berechtigte Chancen, dass du jetzt wieder bei den Eisbären im Einsatz sein wirst. Wie gehst du das an? Halt wie ein Profi, ne? Also ich nehme einfach jede Chance, die ich kriege, wenn ich hier bin oder wenn ich nicht hier bin, egal wo ich spiele, ich nutze meine Chance und gebe mein Bestes und ja, also es passiert alles für einen Grund. Alles klar. Ich würde sagen, wir wünschen Erik Mick und Sebastian Streu viel Glück für die nächsten Spiele. Erik natürlich für die WM, Sebi dann auch für die Lausitzer Füchse und natürlich für die Einsätze bei den Eisbären. Drücken die Daumen und danken für das Interview. Viel Glück, ihr Profis. School visit? I've learned like really much. It was really interesting and I've learned some things I didn't know something about before, and yeah, I'm like really excited for the game next month, and it was really interesting and informative. What was the most interesting thing? I guess the gear, like because I didn't really know what they are wearing during game, and yeah. Jonas, wie war es, das anzuziehen? Es war schwierig, auch ein bisschen komisch, und die Hose rutscht halt ein bisschen, aber ja, es war ja cool. Du warst schon mal bei einem Eisbärenspiel, ja. Wie hat es dir damals gefallen und von wo hast du das Spiel beobachtet? Ich war in der Fankurve, es war sehr laut und ja, es war auch mal spannend anzusehen. Leon, how was the English class with the Eisbären Berlin? Perfect. It was really interesting and we can talk a little bit with them and it was really, really nice. Okay, Leon, lass uns lieber auf Deutsch gehen, da kannst du vielleicht auch ein bisschen mehr erzählen. Es hat dir gut gefallen mit Mark Olver und John Ramage. Ja, sehr. Also es war wirklich mega interessant, so ein bisschen zu wissen, wie das so abläuft bei denen und wie der Alltag bei denen aussieht. Auch wie viel so eine Rüstung wiegt. Also ich hätte gedacht, die ist wesentlich schwerer, wiegt tatsächlich aber doch nicht so viel. Du kennst die Eisbären schon und warst auch schon mal bei einem Spiel? Kennt du sie? Ja. Beim Spiel war ich, glaube ich, ein oder zwei Mal. Also noch nicht so oft, aber am Sonntag gehen wir mit unserer Klasse mit so einem kleinen Teil dorthin. Dann ist es das Dritte. Warum oder was fasziniert dich an Eishockey? Was findest du interessant am Eishockey? Es ist ein Sport auf dem Eis. Also ich finde es generell interessant, wie man so mit den Schlittschuhen so umgehen kann auch, weil wenn ich aufs Eis gehe, sehr gefährlich manchmal. Und auch wie die mit den anderen zusammenspielen, artikulieren und sowas, alles ist schon interessant. Ja, und dann vielen Dank und viel Spaß am Sonntag in der Mercedes-Benz Arena. Dankeschön. John, school visit today, how did it go? I think it went well. Yeah, it was really fun to see the differences from U.S. school and German schools. Yeah, I think it went really well. What did you learn about German schools and about Berlin? The integration of both English and German in their schooling, I think, is important for learning a couple languages. I think that's really key for kids growing up, is to learn a couple languages. You're going to come back to a school? Yeah, hopefully. It was a great experience. Really enjoyed it. Ja,
liebe Eisbären-Fans, nach dem Eistraining im Wellblechpalast und dem Schulbesuch von einigen Spielern heute in der Philipp-Reis-Oberschule beschließen wir den Tag mit dem NHL-20-Turnier des Kids Clubs. Das ist hier ordentlich im Gange und die Jungs und Mädels sind hier wirklich, naja, es sind leider wenig Mädels dabei, aber die Jungs sind auf alle Fälle ordentlich am Zocken und es gab schon das ein oder andere harte Match. Ich habe schon von Spielen gehört, die auf der einen Seite hoch ausgegangen sind und auf der anderen Seite auch niedrig. Also mit 0-1 hat schon jemand verloren. Das ist natürlich ein ärgerliches Ergebnis. Und zwei Jungs aus unserem Team sind auch dabei, nämlich Fabian Dietz und Lukas Reichel. Jungs, wie läuft das Turnier so bisher, Dietzi? Ja, überragend. Gerade gegen Lucky gespielt. Ja, bis er dann Lucky abzogen, 12-5. Oder Lucky, stimmt das? Ja, stimmt. Ja, kann so weitergehen. Lucky, was war da los? Ja, also mein Torhüter, der war nicht anwesend, muss ich sagen. Der hat alles reingelassen, was ging. Vorne ging schon was, aber ja, ich sag, das lag am Torhüter. Dizzy, mit welchen Mannschaften habt ihr gespielt? Ich habe mit Pittsburgh gespielt. Lucky, du? Chicago. Okay, also die Pittsburgh Penguins haben den Chicago Blackhawks eine ordentliche Klatsche verpasst. Du hast dir schon den Turniersieg als Ziel gesetzt, oder? Ja klar, was sonst? Hast du vorher ein bisschen trainiert? Nee, also ich glaube das letzte Mal von einem Jahr gespielt, NHL 18. Ja. Lucky, spielst du sonst auch irgendwie auf der Playstation? Ja, aber kein NHL, nur Fortnite. Also ich war, keine Ahnung, letztes Mal habe ich auch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren in NHL gespielt, aber ja, früher war ich besser. Dietzi, bist du auch so ein Fortnite-Zocker? Ja, schon. Okay, Jungs, dann viel Spaß noch und Dietzi, dir natürlich viel Glück. Ja, liebe Eisbären-Fans, das war der Tag bei den Eisbären. Ordentlich was los hier, oder?